So, hallo, ich begrüße euch bei einer neuen Aufnahme von einem neuen Hack, der jetzt auch wirklich ganz neu, na, was heißt ganz neu, aber relativ neu ist. Und es ist auch nur eine Demo, das gleich vorneweg gesagt. Die Demo beinhaltet, ich habe hier die README offen, einen Moment, 12 Level und 3 Secret Exits. Innerhalb der Level sind scheinbar auch verschiedene Secrets versteckt. Ich bin gespannt, ob ich alle finde. Der Hack ist vom lieben Tob. Und wenn ich irgendwas nicht finde, dann schreib es mir doch gerne einfach in die Kommentare jederzeit. Wenn es dann einigermaßen sinnvoll ist, hole ich es gerne in einem extra Part nach. Ansonsten gucken wir einfach mal, wie lange das Ganze dauert. Bei 12 Leveln schätze ich jetzt mal 2 bis 3 Parts. Kommt drauf an, wie groß sie sind. Wir werden sehen. Und ja, ihr habt es gemerkt, die letzten Tage kam nichts, weil keine Zeit. Es ist halt, ihr wisst es. Ich habe es gesagt, es ist einfach. Mal kommt was, mal kommt nix. Ich kann es überhaupt nicht vorhersehen. Und aktuell war einfach ganz viel zu korrigieren. Und jetzt habe ich wieder ein bisschen Luft. Und ja, wir gucken, wie das weitergeht. Planung wäre auch nach diesem Hack dann erstmal Zelda zu bringen. Ich habe es mittlerweile hier liegen. Also ich muss halt Switch wieder aufbauen und so weiter. Wenn die dann aber mal steht und alles verkabelt ist, dann kann die auch erstmal stehen bleiben. Ja, aber kommt wir also, ne, dann kämen wahrscheinlich Zelda eine Zeit lang. Weil ich nehme an, dass Echoes of Wisdom jetzt kein kurzes Projekt wird. Das würde mich doch sehr wundern. Gut. Wäre jedenfalls so der Plan. Vielleicht zwischendurch dann mal auch kurz einen Hack, einfach um so ein bisschen mehr Leute abzuholen, weil ich schätze mal, bei Zelda würden wahrscheinlich wieder weniger zugucken. Ist ja auch wurscht, ist eure Sache, was ihr am Ende schaut und was nicht. Und meine Sache, was ich am Ende spiele. Gut, wir gucken mal rein. Ich habe noch bisher nur gestartet und noch nichts weiter getan. So, das Ganze heißt Luigi. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Also nicht Luigi, sondern Luigi. Legendary Undertaking of Gargantuan Importance. Ja, okay, alles klar. Und dort sieht man es 2023, 2024. Also das Ding ist wirklich brandneu. Schwierigkeit weiß ich gar nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass es so ein normales Hard ist, also kein Kaizo. Das wäre nicht so gut. Deswegen denke ich mal, wir werden einfach mal reinstarten und gucken, was passiert. Stimmt, ich habe gar nicht zur Schwierigkeit. Aber ich glaube, es war. Ja, wir werden sehen, was passiert. It started like any other day. Luigi was relaxing at home, patiently awaiting Mario's return from his latest adventure. Suddenly a letter arrives. Okay, wir bekommen einen Brief. Luigi, help! There are reports of some seriously troublesome guys. They call themselves the Null Bros and are impersonating you, Mario Bros, to cause chaos over in the Mushroom Outskirts. Okay, es gibt Leute, die Gebrüder, die Mario-Brüder nachmachen. Also Luigi und Mario. Mario has gone missing and the princess is nowhere to be found either. We need you to find out what's going on. Aber. Ich kann das nicht. Muss das lassen. Oh Gott. Vor allem, das geht voll auf die Stimme, wenn man diese Toad-Stimme versucht, ne? With slight hesitation, Luigi sets off on a journey through the wild and the waste mushroom outskirts to stop these evildoers. Not yet knowing what he got himself into. Okay. Here we go. After long travel, Luigi has arrived near the first sighting of a Nalbo. Can he find out more when he gets to face him? Okay. Darf ich hier schon spielen oder ist das jetzt noch Intro? Okay, es ist noch Intro. Gut, wir starten mit. Da unten sieht man Exits. Okay. Also, die Demo scheint die erste Welt komplett zu beinhalten und dann Level, die in Welt 2 führen. Ich sehe. Okay, was man schon mal feststellen kann, man hat einen höheren Sprung als normal. Also da wurde auf jeden Fall schon was getan. Es spielt sich schon ein bisschen anders als normales SMB. If you can reach this block, you can probably jump real high. Ja. You might be able to stop whatever it is horse that causes this chaos. Also er hat den gleich so eingebaut, dass man feststellen kann, hey. Na, es ist normal. Oha, ich habe direkt was gefunden. Oha, sehr schön. Jetzt lesen wir noch den normalen Block. Hello, sorry, I'm not home. There have been lots of earthquakes in the area, so I have taken shelter in the Mushroom Kingdom. Alles klar. Gut. Niemand zu Hause. Wir gehen in das erste Level. Der First Level, Traditional Debüt. Okay, let's go. So, Rennen ist normal, ne? Das passt alles.
Ich denke auch, oh, da habe ich doch schon was gesehen. Da oben ist auf jeden Fall schon mal, sind schon mal Blöcke. Okay. Da haben wir einen normalen Pilz. Grafiken hat er in die README geschrieben, hat er größtenteils, also nicht alle, aber es sind Grafiken dabei, die er selber gemacht hat. Das nur so als kleine Info. Falls hier Grafiken auftauchen, die man sonst nicht so kennt, könnte es gut sein, dass sie einfach selbst von ihm sind. So. Okay, ich bin sicher, ich kann da oben rein. Ja. So, und es gibt ja auch Yoshi-Coins, auch das sehen wir. Oh, da ist sogar ein Leben, sehr schön. Zack. Ich werde mir natürlich ein bisschen Zeit nehmen, die verschiedenen Sachen zu finden. Wenn er sich schon die Mühe macht und Sachen versteckt, ne, dann kann man da auf jeden Fall was tun. Helpful Hints. Luigi can jump way higher than his older brothers. It will let you find more... Ja, genau, das haben wir... Moment, aber ist dann hier vielleicht schon was, wenn er hier den Hint gibt? Hier schon irgendein Secret? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich glaube, das ist nur hier so eine Hint-Dings. Okay. Aber ja, das habe ich festgestellt. So, jetzt gucken wir mal. Wir sind wieder hier. Also, ich habe ja da am Anfang Blöcke gesehen, aber scheinbar ist da noch nichts, wo ich... Also, da oben sind Blöcke. Also, man kann hier auf jeden Fall in irgendeiner Form höher kommen. Aber man sieht hier noch nicht, dass da irgendwas... Vielleicht ist es ja irgendwie ein anderer Weg. Wir werden sehen. So. Was ich dann gleich wieder testen werde, wenn wir den Midway Point haben, ist, ob die Yoshi Coins gespeichert werden oder nicht. Denn wenn nicht, würde ich mir wieder so einen Save State setzen, also einen automatischen Save State bei Midway. Ja. Okay, hier komme ich nirgends rein. Okay, komme ich hier vielleicht hoch, wenn ich es hochscrollen lasse? Wartet mal, ich kann hier nämlich schön Anlauf nehmen. Der hat noch nicht so gut funktioniert mit dem Anlauf. Hier kann ich auch Anlauf nehmen. Ja, nee, aber da ist auch da. Okay, da komme ich nirgendwo hin. Okay. Komme ich hier rein? Nein. Hier auch nicht. Okay. Oh, das ist der Midway. Okay, das ist der Midway. Der ist aus 6 Golden Coins. Wunderschönes Gameboy-Spiel. Habe ich auch auf dem Kanal. Habe ich aber, glaube ich, schon mehrmals gesagt. Das war noch zu einer Zeit, wo ich relativ viel... eigene Hintergrundmusik bei Vorspiel und so eingebaut habe. Da habe ich einen Fairy Tale Soundtrack eingebaut. Aber das wird alles mittlerweile immer geclaimed. Das ist nicht so gut. Deswegen mache ich das nicht mehr. Und auch, weil ich die Parts auch gar nicht mehr bearbeite. Also. Und weil ich auch nicht mehr vorspule. So. Okay. Aber damals hat man das noch gemacht. Was heißt damals? Oh, da sind es 3 Yoshi-Coins pro Level, weil ich jetzt ein Leben bekomme. Aber da habe ich... Ich muss mal ganz kurz zurückspulen. Habe ich ein Leben wegen den Münzen bekommen. Ey. Ich habe wegen den Münzen ein Leben bekommen. Okay, also es sind wahrscheinlich trotzdem 5 Yoshi-Coins. Könnte ich mir gut vorstellen. Könnte mir gut vorstellen, dass es schon 5 Yoshi-Coins sind. So. Obala. Okay, hier kann man hoch. Jetzt scrollt es... Oh, Mist, jetzt scrollt es wieder nicht. Hätte ich am Anfang diese Steine da oben nicht gesehen, wäre ich auch gar nicht irritiert, ne? Aber das da wirkt jetzt schon wieder sass. Das probieren wir, das müssen wir austesten. Das müssen wir einmal hier austesten, dass ich da einmal etwas schneller hochspringe. So, dass es dann da etwas hochscrollt, ja. Okay, nein, da ist nichts. Gut, ist okay. Ist in Ordnung. Vielleicht haben wir auch irgendwann die Möglichkeit zu fliegen, irgendwie so ein Cape oder sowas, ne? Dann kann man mal da an der Stelle nach oben fliegen. Ich werde mir auf jeden Fall merken, dass ich da eine Wand gesehen habe. So, da schon mal ein Leben, was wir nicht mehr kriegen. Oder doch, wir kriegen es. Und hier ist das Ziel. Okay, jetzt ist die Frage. Sind es 3 Yoshi-Coins? Oder habe ich 2 verpasst? Ich weiß es nicht. Wir werden es feststellen. So, sehr schön. Schönes Ending-Team. Theme. Prima. Und schönes erstes Level. Ja, das war so dieses ganz klassische, wie er es ja auch genannt hat. Debüt. So, sehe ich jetzt hier irgendwo... Also, ich gehe nochmal rein.
Okay, also der Count ist wieder bei 0, was die Yoshi Coins angeht. Dann gehe ich mal davon aus, dass es schon 5 gibt. Aber ich weiß es, also mich irritiert diese Wand hier oben. Aber da ist irgendwie nur Wand. Vielleicht ist es einfach so am Anfang. Und ich messe dem gerade eine viel zu hohe Bedeutung bei. Ja? Ich frage mich halt, hätte ich jetzt schon die Yoshi Coins finden können, wenn es mehr gibt? Das weiß ich ja nicht, ob es mehr gibt. Ich gehe es nochmal kurz durch. So auf entspannt. Aber mir scheint mir nicht der Fall zu sein. Achso, jetzt kann ich ja ganz normal raus, ne? Und dann startet man bei der Glocke. Ja, okay. Und das Ding ist ja jetzt, bis zur Glocke war ja sogar nicht meine... Ah, warte! Wenn die Yoshi-Coins weg sind, dann habe ich sie vielleicht. Wenn die Yoshi-Coins weg sind, habe ich sie vielleicht. Wo war denn die erste? War die nicht hier unten? Wo waren denn überhaupt die Yoshi-Coins? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Aber wenn wir jetzt keine mehr sehen sollten, dann sind es 3 pro Level. Dann sind es doch einfach 3. Das würde ja, wäre dann so ein bisschen dingsartig. Nee, also dann, bis hierhin hatten wir auf jeden Fall Yoshi-Coins gefunden. Okay, dann habe ich sie doch. Also dann sind es 3 Stück. Alles klar. Dann gab es vielleicht doch gleichzeitig deswegen das Leben, weil ich... Ja, okay, dann haben wir alles. Sag ich jetzt mal vorsichtig. Ich sag mal vorsichtig, wir haben alles. So. Okay. Und ach, ich kann... Okay, ich kann alle Level schon spielen. Das ist auch interessant. Ich weiß, ob das jetzt vielleicht nur an der Demo liegt, aber wir machen es natürlich so, dass wir jetzt eigentlich das hier jetzt erstmal spielen müssen. Also Hopping Piranha Plant Thicket. Let's go. Dafür ist die Feuerblume sicherlich gut geeignet. Dum, 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 dum. Schöne Yoshi-Musik. Mich Yoshi eigentlich jemals auf dem Kanal Let's Play? Oh, ich hätte hier den Koopa benutzen müssen. Da müssen wir ganz schnell uns einen neuen Koopa holen. Was bist du denn? Okay, ich kann auf dir Spin-Jumpen. Okay, aber du tust mir weh. Aber ich kann dich nicht kaputt machen. Okay, interesting. Jetzt kriege ich keinen Koopa mehr. War das am Anfang ein Koopa? Ich glaube schon, dass es ein Koopa am Anfang war. Aber sobald ich jetzt einen Koopa habe... Okay, kann ich euch so killen? Ja, okay, das geht. Und da kommt nur eine Ranke raus. Jetzt muss ich da nur irgendwie hochkommen. Ja. Okay, wie komme ich da hoch? Also, bin mir noch etwas unschlüssig, wie ich da hochkomme. Ah, wir werden das noch rausfinden. Irgendwie. Bin da guter Dinge. So, dann ist da wieder eine zweite Blume. Habe ich irgendwas kaputt gemacht, womit ich da hochgekonnt hätte? Irgendeinen Gegner oder so? Nee, ne? Oder dass man mit einem Gegner da höher kommt? Ich weiß es nicht. Also aktuell, glaube ich, habe ich... Da ist schon mal... Okay, das ist jetzt auch interessant. Ich meine, ich könnte jetzt, aber das ist natürlich nicht so gedacht. Aber jetzt gehen wir erstmal mit der Röhre zu... Ich bin doch hier rumgesprungen, ich Trottel. Wieso ist denn... Okay. Ich bin doch jetzt, also jetzt mal ernsthaft, ich bin doch hier rumgesprungen. Warum habe ich das denn nicht ausgelöst? Unfassbar. So, jetzt können wir aber den... Ja, jetzt ist er wieder da. Hätte ich ja auch einfach zurückgehen können. Stimmt, der spawnt ja wieder, wenn ich ihn nicht komme. Es war eine Münze. Okay. Okay. Hey, da ist eine Dings an der Seite und ich habe die nicht geschafft auszulösen. Ich bin doch hier rumgesprungen. Naja, ist ja egal. So, dann haben wir hier jetzt wahrscheinlich erstmal ein Leben, okay. Okay, war für ein Leben. Dann scheint es in dem Level keine Yoshi-Coins zu geben, wenn ich die Seite jetzt richtig interpretiere. Oder tauchen immer nur... Nee, ich glaube, es tauchen immer nur die Sachen auf, die man einsammelt.
Ja, okay, jetzt taucht Leben auf. Okay, hier würde ich gerne in die Röhre probieren zu kommen. Dafür brauche ich eine Shell. War hier nicht eine rote Kuppel? Aber die habe ich kaputt gemacht, na ja. Okay, wir merken uns die Röhre mal, sobald wir wieder eine Koopa-Shell haben. So. Oh, der, jetzt schießt der auch noch, das ist ja frech. Hier da oben ist nichts. Jetzt kommt auch keine Koopa-Shell mehr, natürlich. Okay, der schießt auch. Da ist meine Ranke. Eine Ranke ins Glück. Yes. So, das war Nummer 2. Okay, okay. Also brauchen wir eine noch. Okay. Ich gehe davon aus, dass hier auch irgendwie eine Ranke oder ein Leben drin ist. Leben, okay. Ja, weil da der Weg ist, dass das Ding... Warte, ich muss die Röhre ausprobieren. Ja. Für die Wissenschaft. So. Schießt der jetzt auch? Nein, okay, der schießt nicht. Da ist meine dritte Yoshi. Okay, jetzt wird's spannend. Dritte Yoshi-Coin? Ja, okay. Gut. Dann haben wir alles, ne? Dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch... Oh ja, das wird jetzt sehr interessant. Warte mal, ich mach das mit Anlauf. Sehr gut. Schießt du auch? Nein, du schießt nicht. Das ist gut. Du hüpfst nur ein bisschen rum. Du schießt aber. Ja. Okay. Okay, jetzt da schießen wahrscheinlich ein paar mehrere. Und wir haben's. Sehr schön. Ich hoffe, ich habe alle wichtigen Sachen mitgenommen. Aber ich bin guter Dinge. Ich bin guter Dinge. Das hat sich gut angefühlt. So. Okay. Dann würde es jetzt normal hier nach oben gehen. Alles klar. Jetzt weiß ich halt nicht, gibt es hier einen Secret Exit, der dann hier hinführt? Oder würde man hier entlang gehen, hier entlang gehen, hier entlang gehen, hier entlang gehen, hier entlang gehen und von hier... Dann müsste es aber hier einen Secret Exit geben. Jetzt ist das Level ein großer Punkt. Vielleicht hat das einen Secret Exit. Dann könnte ein Secret Exit dort sein, wo so eine Pflanze über so einer Röhre war. Pass auf, das testen wir aus. Ich nehme jetzt mal eine Koopa Shell mit. Den ganzen Level über. Das ganze Level über. Und versuche die mal, ja, okay, die kann ich behalten, wenn ich die kaputt mache. Sehr gut. Und versuche mal sämtliche von den Pflanzen immer da zu erledigen, wo sie bei einer Röhre drüber wären, damit ich im Zweifelsfalle testen kann, ob unter der Röhre was ist. In der Röhre meine ich. Ihr wisst, was ich meine. So. Hier waren wir auch schon drin. Da wäre dann nochmal ein Koopa, falls ich es versauen sollte. Den töten wir jetzt. Ja, da ist die erste, die ich meine. Oh nein, 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 nein. Da ist die erste, die ich meinte. So. Okay, hier ist schon mal nichts. Gut. Ich meine, da oben kann auch nichts sein. Ja, wobei. Könnte ja trotzdem, dass man hier hoch kann. Könnte ja trotzdem möglich sein. Dann hier höher kommt. Nee, aber da ist nichts. Okay. So, die unten ist egal. Diese Röhre hatten wir eigentlich ja ausgetestet. Wir können trotzdem nochmal rangehen. Kann ja sein, dass ich einfach nicht gut genug war, aber da ist nicht. Gut. So. Jetzt kommen, glaube ich, so langsam die, wo noch mehr Röhren waren. Ja, aber da komme ich schon mal nicht rein. Okay. Habe ich die von unten hier getestet? Ja, okay. Also weiß ich, ob ich sie getestet habe, aber jetzt habe ich sie getestet. So, und jetzt kommen nämlich noch mehr von denen hier, genau. Hier, da ist schon mal nichts. So, jetzt probieren wir hier wieder hochzukommen.
Aber hier sieht es auch nicht so aus, dass ich mich da irgendwo hin könnte. Nein. Aber es kommen ja noch mehrere solche Dinger. Okay, da kann ich auch nicht rein. Nein, jetzt ist sie weg. Okay, da muss ich jetzt das ein bisschen anders klären. Hier geht's auch nicht hoch. Jetzt hoffe ich, dass... Ja, und jetzt ist es... Ha, also wenn es einen Secret Exit gibt in dem Level, dann habe ich ihn leider nicht gefunden. Okay, wir müssen es erstmal so stehen lassen. Aber ich habe jetzt das ausprobiert, was ich hätte... Hups, was ich vermutet hätte. Jetzt irritiert... Ach nee, hier, rotes Level Secret Exit. Das hat er ganz normal wie immer gemacht. Okay, okay, dann war ich von dem großen Levelpunkt einfach irritiert. Ja, okay, never mind. Und sicher auch, dass da eine Fahne ist. Sehr cool. Okay, das war dumm von mir. Ist egal. Dann haben wir immerhin die Röhren ausprobiert. Ist doch auch in Ordnung. So. Okay. Okay, die kommen erst mit dem Switch. Ups. Gut. Im Hintergrund geht gerade wieder meine Klingel los, ey. Es ist wirklich... Es ist jetzt 1.07 Uhr. Welches Signal im Haus löst gerade diese Klingel aus? Ich verstehe es nicht. Und es ist ja nicht meine, also es ist ja nicht der Klingelton von meiner Klingel, sondern einfach irgendwas anderes, aber man hört es nicht. Also, ich hatte in der letzten Aufnahme ja gefragt, hört man das? Man hat gar nichts gehört. Was aber dann für mich auch bedeutet, das Headset nimmt tatsächlich nur meine Stimme auf und alles andere, alle anderen Sachen werden wirklich rausgefiltert. Das ist gar nicht so verkehrt. Wäre jetzt lustig, wenn man es plötzlich doch gehört hat diesmal, aber nehmen wir an, nein. So. Okay, ich werde jetzt mal kurz die Fläche hier benutzen, um eine Sache zu testen. Und zwar, ob es hier hoch scrollt, das Level an sich. Ja, okay, das Level an sich. Nee, es tut's. Ja, doch, es scrollt hoch, okay. Also es könnte theoretisch weiter oben was sein. Aber es sind immer dann nur so Münz-Secrets scheinbar. Was ja gar nicht schlecht ist, aber halt nichts, wo man unbedingt finden muss. So, zack. Aber wirklich ein schöner Hack bisher, oder? Also, müsste aktuell nichts auszusetzen. Aber ich meine, wir sind in der ersten Welt. Das sagt hier aber nie was aus. Also es sagt schon was aus, so grundsätzlich. Aber es sagt halt nichts aus, über was aus dem Hack noch werden kann. Zumal es eine Demo ist, also ist ja auch noch nicht mal fertig, dann, logischerweise. Wie weit bist du mit dem Hack, Tob? Kannst du gerne mal in die Kommentare schreiben. Und wer die Demo selber spielen will, der Link ist natürlich in der Beschreibung. Es ist allerdings kein SMW Central Link. Da wurde es scheinbar nicht hochgeladen. Es ist irgendeine andere ROM-Hack-Seite, die ich nicht kannte. Aber SMW Central ist ja auch nicht das Maß aller Dinge. Okay, hier sind jetzt so Blöcke. Hat das irgendeinen Grund, dass man da nicht dran vorbei kann soll, wie auch immer? Okay. Die sind schon wieder interessant gesetzt, ne? Da frage ich mich dann schon wieder, ist da irgendwas? Aber ich glaube... Ah, hier ist auf jeden Fall eine Röhre, in die ich rein kann. Also das ist ja mehr als offensichtlich. So. Okay. Bisschen so Mini-Bossfight. Also nicht Bossfight, aber ne, so Mini-Challenge-Raum. Wo die besonders schnell unterwegs sind. Okay. Mitten im Leben. Und einer Yoshi-Coin. Ja, cooler Raum. Probieren die mal alle noch zu killen, zu gucken, was passiert. Nein. Okay, sehr schön. Einfach ein kleiner Challenge-Raum. Coole Sache. So, dann haben wir jetzt auch alle Yoshi-Coins schon wieder. Wunderbar. Und da ist auch das Level vorbei. Gut, ich denke, wir haben alles mitgenommen. Ich denke, wir haben alles gefunden. Prima. So, jetzt frage ich mich hier halt wieder. Hätte man jetzt normal hier hochgehen können? Not so creepy, but different. Also, weil es ist ja hier kein Secret Exit. Also, wenn man jetzt hier den Weg weitergeht, hätte man auch hier hochgekonnt. Ich gehe mal rein. Und da haben wir Musik von 6 Golden Coins, wie ich es vorhin angesprochen hatte.
Aber warum ist das jetzt ein Sternlevel? Was hat's? Oh, ja. Was hat's mit einem Sternlevel auf sich? Huch. Hier muss ich ein bisschen schneller sein. Nein, was tue ich? Okay, den auslösen. Okay. Aber warum ist da jetzt extra so ein Ding? Okay, hier ist es klar. Das ist für die Yoshi-Coin. So. Kritisch. Okay, passt. Ich prophezeie jetzt schon, wenn ich hier gleich sterbe oder so, spule ich zurück, weil ich. Scrolling-Level, habe ich schon mal gesagt, ne? Man kann sie nicht schneller spielen, wenn man kaputt geht und dann wäre ich wieder ungeduldig. Und das, nee. Das tue ich mir einfach nicht an. Aber es ist ein schön gemachtes Scrolling-Level, kann man nichts sagen. Nur wenn ich jetzt sterben sollte, spiele ich das nicht nochmal. Okay, ich hab überlegt, ob ich da hätte hochgekonnt. Ich könnte es mir vorstellen. Für so ein Mini-Secret oder sowas, aber haben wir jetzt nicht ausprobiert. Nee, es spielt sich sehr schön. Also das muss man sagen. Eine Yoshi-Coin würde noch fehlen. Die muss ja auch im Screen dann sein, weil es scrollt ja auch nicht nach oben. Also das muss ja alles noch irgendwie auftauchen. Oder muss ich jetzt schnell sein, bevor die Dinger weg sind? So. Okay. Ich hoffe, dass ich nicht. Nein. Kommt da noch ein Koopa oder sowas? Oh no. Da werde ich wahrscheinlich auch nicht schnell genug. Nein, das reicht nicht. Okay, dann muss ich. Für die Yoshi-Coin muss ich oben bleiben. Ich hatte es noch befürchtet. Ah, nee, ich mach schon wieder den Quatsch. Ich hatte es noch befürchtet. So, jetzt. Aber schön, dass das Ziel dann runterfällt hier. Das ist cool. Das ist ein schönes, schönes kleines Gimmick. Okay, cool. Sehr, sehr cool. Gut, und dann geht man einfach wieder zurück. Ja, hat wahrscheinlich dann eher im Gesamtheck eine Bedeutung, dass es so ein Sternlevel ist. Im Moment ist es halt ein normales Level. The Birds, the Movie, the Game. Ich denke, an der Stelle machen wir mal Pause. Dann wird der Part nicht zu lang. Ich kann vielleicht noch einen zweiten aufnehmen. Und wir haben auf jeden Fall kurz wieder einen Part. Und ja, also es gilt nach wie vor, irgendwann kommen Videos und kann nie vorher genau sagen, wann. Ich versuche jetzt natürlich, das hier so ein bisschen am Stück zu machen, aber ich kann nichts versprechen. Danke fürs Zuschauen jedenfalls. Ich hoffe, euch gefällt der Hack so wie mir. Also ich finde es aktuell sehr angenehm zu spielen und ja, macht Spaß, die Sachen zu erkunden. Tschüss!